Der Kollege Dr. Peter Tauber von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Frau Ruprecht, ich habe Ihnen sehr gerne zugehört, aufgrund Ihrer mitreißenden und Ihrer optimistischen Art. Aber nach dem weiteren Verlauf der Debatte bin ich dann doch geneigt, mein ebenfalls relativ optimistisch gehaltenes Manuskript ein bisschen beiseite zu legen und doch noch mal auf vier Punkte einzugehen, die aus meiner Sicht in der Debatte einen zu großen Schwerpunkt eingenommen haben in den letzten Minuten. Der erste Punkt, gerade Sie, Herr Kollege, haben das jetzt auch noch mal getan. Wir haben, anstatt nach vorne zu schauen, eine Verursacherdebatte geführt in der Frage, wer ist denn eigentlich wann schuld gewesen? Warum haben wir denn die Vorbehaltsregelung in der gegenwärtigen Form noch? Ich glaube nicht, dass das weiterhilft. Und ich glaube auch nicht, dass es jemanden, der betroffen ist, interessiert, sage ich Ihnen auch ganz offen. Und an der Stelle kann ich mir dann die Bemerkung nicht verkneifen, wenn Sie schauen, wer 1992 in der Mehrheit der westlichen Bundesländer regiert hat. Machen Sie doch das Gleiche. Ja, aber das nehme ich mir dann mal raus, der Wahrheit die Ehre, daran dann auch noch mal zu erinnern von unserer Seite. Wenn Sie wissen, wer 1992 in 9 Ländern die Regierungsmehrheit gestellt hat, nämlich mit einem sozialdemokratischen Ministerpräsident, mit rot-grünen Landesregierungen und mit einem Ministerpräsidenten im Saarland, der Oskar Lafontaine heißt, dann glaube ich, ist das schon ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir mit so einer Verursacherdebatte nicht weiterkommen. Der zweite Punkt, der ärgert mich auch. Sie suggerieren, dass wir durch die Rücknahme der Vorbehaltsregelung zu fundamental anderen Rechtsgrundlagen kommen würden. Die Kollegin hat dankenswerterweise aus der Großen Anfrage der Grünen schon zitiert zur Rücknahme der Vorbehalte zur Kinderrechtskonvention vom Juli 2007. Die Frage 10, die Antwort ist dort ganz klar. Das deutsche Asylverfahrensrecht und das Aufenthaltsrecht entsprechen schon heute im vollen Umfang der UN-Kinderrechtskonvention. Wir können da vielleicht noch über rechtliche Details und Fragen, die in der Feinnivellierung streiten, aber wir können nicht in der Grundsatzfrage darüber streiten, dass wir hier längst nicht so weit von dem Erstrebenswerten weg sind, wie Sie es suggerieren. Das ärgert mich auch. Der dritte Punkt, und den halte ich eigentlich für besonders fatal oder schlimm: Sie nehmen durch die Art der Argumente und die Wahl der Worte bewusst in Kauf, dass der Eindruck entstehen könnte, dass wir erhebliche und massive Defizite im Bereich Kinderrechte in Deutschland haben. Und natürlich stimme ich Ihnen zu, es gibt immer was, was wir noch besser machen können im Interesse der Kinder, im Interesse der Familien. Und gerade wenn wir dann über so zentrale Fragen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei jungen Paaren reden, natürlich haben wir da immer noch viel zu tun. Aber war es auch, dass es wahrscheinlich wenig Länder auf diesem Globus gibt, in dem Kinder solche Zukunftsperspektiven haben, in einer solchen Sicherheit groß werden, wie das in unserem Land der Fall ist. Und durch solche Diskussionen, glaube ich, schaffen sie eher Verunsicherung und machen eben nicht deutlich, dass das, was man gemeinhin eine glückliche Kindheit nennt, für den größten Teil der Kinder in diesem Land allein aufgrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, damit meine ich nicht nur das Sozialsystem, das Gesundheitssystem und das Bildungssystem, sondern vor allem die Tatsache, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die sich für Kinder engagieren, das blenden sie aus oder nivellieren, und das halte ich für nicht sehr glücklich. Und der vierte Punkt, und das finde ich persönlich ein bisschen schade: Sie haben eigentlich durch die Ausführung auch die Chance vertan, dass wir gemeinsam, FDP, CDU, CSU und die drei Parteien der Opposition, hier etwas auf den Weg bringen. Und damit möchte ich auch schließen. Ich glaube, die betroffenen Kinder, aber auch die Eltern fragen nicht danach, wer wann wie schuld. Sie fragen nicht danach, wer hat da was getan oder wer hat wann welchen Schaufensterantrag formuliert. Sie fragen ganz konkret, wann verändert sich was. Und wenn wir das in den künftigen Debatten ein bisschen stärker in den Mittelpunkt stellen, dann glaube ich, wir allen geholfen. Herzlichen Dank.
Herr Kollege Tauber, auch Ihnen gratuliere ich im Namen des Hauses zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag.